oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, Chris hier und hallo und willkommen zu meiner One Every Day Folge mit einem Spiel für Android, Oddworld Munch's Odyssey. Munch. Ja, dann bleibe ich einfach mal dabei. Es ist ein Spiel, das gibt es wahrscheinlich auch für iOS, aber ich weiß es nicht genau. Für die Familienmediathek zulässig, 16 Megabyte groß. Wobei es dann im Endeffekt irgendwie, hier steht 16 Megabyte. Warum steht hier 16 Megabyte? Im Endeffekt war es fast 800 Megabyte, so um und bei. Aktuelle Versionsnummer 1.0.3, erforderliche Versionsnummer 4.0 oder höher. Und bei 4744 Gesamtbewertung, eine durchschnittliche Sternebewertung von 4,6 Sternen. Es gibt ja ganz viele Oddworld Games. Gab es wohl auf der Oddworld Spiele PS1, PlayStation 1, Xbox? Wie auch immer. Habe ich auf jeden Fall vorher noch nie gespielt, aber ich hatte auch keine der Konsolen. Meine erste und einzige Konsole war ein Nintendo 64, den ich übrigens immer noch habe, und Lalo Wars und Mission Impossible immer noch gar nicht so ungern ab und zu mal spiele, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Also ihr steuert Munch, Gabbit with Attitude and his sidekick Abe, as they lead a revolution against the convincing corporate clots of Oddworld. Also irgendwie steuert ihr da halt so eine Figur durch eine Landschaft, und die Grafik ist nett und der Sound ist nett. So viel kann ich sagen. Please note, Broadcom and AM logic devices not supported. Older Rock chip may not support video playback. Requires at least 1,2 GHz Dual-Core CPU, 1 GB RAM with Adreno 220, Nvidia Tegra 3, Mali 400 MP Power, VR und so weiter und so fort. Plus, Ape is back using special powers, cool power ups and other special abilities to deliver payback to the Vickers. Ape and Munch reclaim the last Gabbit's X on Oddworld und so weiter und so fort. Optimized for Nvidia Shield. Es gibt Cloud Save und Achievements, HID, Controller Support, Intuitive Touch Controls. Ja, die Kontrollen sind tatsächlich sehr gut, oder die Steuerung, wie man sagt. Ich habe das Spiel gelöscht. Warum habe ich das Spiel gelöscht? Also wie gesagt, Grafik nett, Sound nett, Steuerung gut. Aber irgendwie springt der Funke bei mir nicht über. Vielleicht, weil ich es von damals nicht kenne. Vielleicht, weil es mir ein zu großes Spiel ist für ein Smartphone. Also groß von umfangreich her und so. Ich weiß es nicht. Oder ich bin vielleicht doch nicht der Gamer. Ich weiß es ernsthaft nicht. Ich spreche weder eine Download- noch eine Nicht-Download-Empfehlung aus. Das müsst ihr selber wissen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye-bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.